Guten Morgen, oder eher guten Tag, weil es ist schon 11:26 Uhr und ich habe noch nichts aufgenommen heute. Heute ist, was ist heute? Freitag? Freitag der 25. Yes. Freitag der 25. Wie gesagt, ich habe noch nichts aufgenommen. Also wird Zeit, dass ich anfange. Mir ist aufgefallen, ich nehme ja das Video meistens vormittags auf, da ist mein Bart immer zerzaust. Obwohl das ja gar nicht so ist. Also in dem Moment schon, aber eigentlich renne ich nicht so mit zerzaustem Bart rum, nur vormittags ist ja egal. Ist meine Brille eigentlich so beschlagen oder sind hier so dunstig drin? Ich habe mir gerade nochmal Auberginenschnitzel gemacht, weil ich noch eine Aubergine von letztens übrig hatte. Ja, vielleicht ist deswegen ein bisschen blau hier dran vom Kochen. Aber das ist echt so lecker, ne? Ich bin wirklich kein Auberginenfreund gewesen. Mochte die Dinger nicht, weil die immer so ein bisschen gatschig wurden, wenn man die im Ratatouille drin hatte oder alles andere, was ich damit von je gegessen habe. Aber diese Schnitzel sind echt geil. Komm nicht vorwärts, also ich komme nicht vorwärts mit meinen Videos. Ne? Ich hänge ja da hinterher, weil ich ja letztens diese kleine Missy geschickt da hatte. Ich müsste eigentlich das Video für vom Montag schneiden. Aber ich habe noch nicht wirklich angefangen. So ein bisschen, aber naja. Und ich glaube, es wird komplizierter, weil da drin zu sehen ist, wie ich die Auberginen-Schnitzel gemacht habe. Aber habt ihr ja schon gesehen, ist also egal. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob es einfacher ist, wenn ich ein paar Tage dazwischen habe zum Schneiden oder ob es frisch ist. Also wenn ich den Tag von das Video von gestern jetzt schneiden würde, ich glaube, das wäre einfacher, weil dann ist man noch so ein bisschen mehr drin und weiß noch, was man aufgenommen hat und so. Deswegen würde es eigentlich höchste Zeit, dass ich wieder dran bin. Und täglich vloggen ist auch albern, wenn die Vlogs 5 Tage zu spät kommen. Also keine Ahnung. Aber sagt mir mal, wie das so ist mit den Videoschnipseln von der Arbeit, diesen Zeitrafferaufnahmen, die ich da immer mache. Also ist ja eigentlich nur Video, was ich mache und lasse dann schneller ablaufen. Ist das okay? Also nervt es? Ich habe natürlich, ich weiß ja nicht, wie das ist, ne? Aber kann ja sein, dass es irgendwann langweilig wird, weil die fühlt für mich ja immer dasselbe ist. Also ich stehe da nur und schaue ein bisschen mit den Töpfen rum und so. Und viel mehr kann ich da auch nicht zeigen und nicht machen. Aus schon angesprochenen Gründen und naja, ich muss da arbeiten halt und nicht Video aufnehmen. Gut. Ja, schreibt einfach mal in die Kommentare. Ich wollte eigentlich noch was anderes erzählen, aber ich habe es wieder vergessen. Das ist schrecklich, ich werde alt. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Update ist rausgekommen für iOS. Gestern glaube ich iOS 9.1 oder so. Also geht ja immer relativ schnell. Aber ich glaube, das ging schon wieder sehr schnell. Und ich bin gespannt, ob es was ändert, weil ich hatte das Gefühl, dass iOS 9 so ein bisschen ruckelig war bei mir. Keine Ahnung, ob es woran es lag oder ob es wirklich so ist. Tja, muss ich mal sehen. Ja. So, ein Problem habe ich noch, bevor ich losarbeiten muss. Ich habe ja erzählt, dass ich mit der GoPro Probleme habe am Rechner. Dass die aus Final Cut irgendwie immer vorher ausspuckt, bevor alles übertragen ist und so. Mit der Canon 7D, die ich habe, habe ich dasselbe Problem anscheinend. Nur, dass sie gar nicht erkannt wird. Wenn ich die per Kabel direkt, also die 7D per Kabel am Rechner anschließe, wird sie nicht erkannt. Nehme ich die Karte raus und stecke die in Kartenleser, wird die Karte auch nicht erkannt. Und das auch erst seit kurzem, möchte ich sagen. Kann das seit dem letzten Update sein von Apple, von macOS? Ich habe keine Ahnung. Ich bekomme jedenfalls jetzt nicht meine Daten runter. Wenn da jemand eine Ahnung hat, an was er liegen könnte oder einen Tipp hat, sagt mal bitte Bescheid in den Kommentaren oder schreibt mir per Twitter. Gut, ich muss zur Arbeit.
geboten, wenn sie so wie er die gemacht hat. Dann, ja, das wenn, wurde gesagt, passt das schön raus. Wenn, da? Wenn das so gut geht, würde das gut dazu passen. Ja, wollte gerade sagen, das passt doch 1A denn. Ja, passt das super. Eine schöne Kombo. So, wie ihr gerade gesehen habt, haben wir noch, oder was ihr gerade gesehen habt, sagen wir mal so, das war, wir haben die neue Karte, die wir was veröffentlichen, ja, ist ja komisch, ne? Also die neue Karte, die wir was rausbringen, die haben wir gerade noch besprochen, damit wir sie fertig schreiben können. Und das Ganze habe ich kurz vor Feierabend erst erfahren, also war es eine kleine Überraschung, dass ich heute noch ein bisschen länger machen muss. Ja, und jetzt ist es schon nach 12, also eigentlich schon morgen. Und ja, so viel zu meinem Plan, heute noch Videos schneiden und so, das fange ich, glaube ich, heute nicht mehr an. Das ist schrecklich. Es verzögert sich alles. Mal gucken. Vielleicht, ich hoffe, dass ich morgen Vormittag dann zumindest wieder ein Video fertig kriege und das morgen veröffentlichen kann. Gut. In diesem Sinne, bis später und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss.